Also, wenn ich ein Kind bekommen würde, würde ich auf jeden Fall das Geschlecht wissen wollen. Ich möchte ja wissen, in welcher Farbe ich die Wand streiche. Hey, aber du hast doch selber gesagt, es ist ganz egal, was es wird, oder? Ich find's total schön, wenn wir uns überraschen lassen. Ja. Oder wir gucken einfach nach. Nein, machen wir nicht, okay? Ich meine, wo liegt denn da der Unterschied, mein Schatz? Wir wollen ja ein gesundes Kind, egal ob jung oder Mädchen. Ich glaube, so die Frage nach, will man das Geschlecht wissen oder nicht, ich glaube, die Antwort darauf ändert sich täglich. Ich würde auf jeden Fall wissen wollen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil ich so einen Spaß hätte daran, dann nach Namen zu suchen. Und natürlich kann man immer nach beiden Namen suchen, aber dann hat man auf jeden Fall eine Sorge weniger. Ich bin jetzt auch nicht so klassisch rosa-blau, um Gottes Willen. Aber eine Tendenz wäre schon irgendwie ganz cool. Ich glaube, ich würde mich voll darauf einstellen wollen. Aber ich bin auch ein Controlletti. Insofern passt es auch zu mir. Ich habe jetzt gerade Big Bang Theory geguckt, wo es auch darum geht, welches Geschlecht das Kind hat. Und dann mal so, ja, okay, wir wollen es wissen lassen. Nein, 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 doch nicht. Und dann so, ja, doch, nein, nein. Es würde sich ändern und ich wüsste es jetzt. Ich könnte es noch niemals festlegen bei mir. Nein. Ich brauche jetzt nicht die Überraschung an der Stelle. Die Überraschung ist es ja schon an einer anderen Stelle. Und es kann ja trotzdem eine Überraschung sein, ne? Das ist doch anders, als man denkt. Weil ganz genau weiß man es nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dann das nicht wissen wollen würde. Ich weiß nicht, ich möchte mich schon irgendwie seelisch und mental darauf vorbereiten. Das wäre mir zu viel Überraschung, glaube ich, dann in so einem Moment, wo ich eh schon völlig fertig mit den Nerven bin. Ich glaube, dann ist völlig Feierabend. Es gibt ja diese ganzen alle möglichen Tests, die man machen kann. Zu wie viel Prozent kriegt das irgendwie diese oder jene Behinderung oder kann es irgendwie das und das haben, ne? So ein Zeugs. Ich habe ja einen Sohn. Das haben wir auf jeden Fall auch nicht gemacht, weil ich mir auch dachte, so. Und dann, es ist halt so, ne? Man kann ja das, es gibt Dinge, über die hat man keine Kontrolle im Leben. Am besten direkt zwei, von jedem eins, Zwillinge, fertig. Das ist auch gut.